Weihnachten im Januar, wie geht das denn? Dürfen sich die Bewohner der Seebachstraße in Dresden am 28.01.2009 gedacht haben. Grund dafür war der Regisseur Till Endemann, der seinen Kurzfilm Fröhliche Weihnachten aufgrund des schlechten Wetters im Dezember kurzerhand auf Februar verschoben hat. Von der Stimmung hier ist das super. Das ist genau das ein bisschen übertriebene. Profil war nicht nur zur Dokumentation, sondern auch mittendrin dabei. Jakob Möbius, der zweite Regieassistent, fragte Profil, ob sie denn nicht als Statisten für den Film mitwirken könnten. Geplant war eine Pressemeute, die ein weihnachtlich geschmücktes Haus belagern sollte. In diesem Haus wohnen Frau Lehmann und Frau Butenuth, welche sich gegenseitig mit jeweils ihrer weihnachtlich geschmückten Haushälfte überbieten und somit einen Wettbewerb gewinnen wollen. Der Regieassistent Benjamin Kurz erklärte den ca. 30 Komparsen, was sie an dem Abend zu erwarten haben und wer was wie darstellen sollte. Aber zunächst wurde die erste geplante Szene eine Straße weiter abgedreht. Diese war eine Kamerafahrt, welche zeigt, wie die Ehemänner der Frauen eine Straße entlang laufen. Obwohl eine Menge Leute um die Schiene herumstanden, war totale Stille, als der Regisseur das Startzeichen gab. Und ihr seid erschöpft und bitte! Nachdem alles umgebaut wurde und ein Reflektor an einem Kran das ganze Set indirekt beleuchtete, konnte es endlich losgehen. Die Presse, also auch Profil, ist in dem Film sozusagen live dabei, wenn der Gewinner preisgegeben wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns im wunderschönen Großschwillingen, sehr kalten Großschwillingen. Ich befinde mich vor dem Haus von Frau Lehmann. Frau Lehmann, hat es sehr lange gedauert. Es ist... Kommt ihr zur Reporterin, Frau Fechner? Ja, es ist... Margot Butenuth! Gucken noch! Oh. Und Tür zu! Und alle stürzen sich auch gleich auf die Siegerin. Du musst mich bitte auch immer noch im Bild haben, Freundchen. Das war schön, dass du da bist. Komm, wir haben gewonnen! Da und da hinten kommt Herr Butenuth von Weitem. Kommt. Doch als Herr Butenuth vor seinem Heim ankommt, scheint er nicht ganz so begeistert wie seine Angetraute. Ich will einfach meine Ruhe haben. Okay. Über 10 Proben und Takes dauerte es, bis der Regisseur seine letzten Worte verlauten ließ. Danke, ich glaube, jetzt bin ich sicher. Danke auch. Super. Der Kurzfilm Fröhliche Weihnachten soll Mitte 2009 im Fernsehen ausgestrahlt werden. Dabei hoffen wir auch, das ein oder andere gedrehte Bild von uns zu sehen. Tschüss, euer Profil. Danke sehr.